Man hat so derzeit das Gefühl, es findet ein kollektives Erwachen statt nach dem Wetterdornröschenschlaf, der Ende Mai begonnen hatte durch diese starke Hochdrucklage mit Sonnenschein, Ostwind und es war einfach nichts los. Und jetzt werden wir geweckt. Wir kriegen Gewitter, wir kriegen Unwetter und der Siebenschläfer steht vor der Tür. Grüße Sie und grüße euch. Vorweg, es hat in der Nacht ja aus einem Gewittercluster ein Regengebiet gegeben, das von Südwest nach Nordost über uns hinweggezogen ist. Das war richtig schön. Flächendeckender Landregen in einigen Regionen mit 10 bis 20 Liter auf den Quadratmeter. Da sind die Regentonnen voll geworden. Und das ist nur der Anfang. Die nächsten Tage bringen sehr viel Regen. Und was den Siebenschläfer angeht, nächste Woche, da heißt es ja, wie das Wetter am Siebenschläfertag es 7 Wochen halten mag, da geht es bitte nicht um den einen Tag. Es geht auch nicht nur um die Tage Ende Juni und Anfang Juli, sondern um die Gesamtschau. Wenn wir vor dem 20. Juni eine sehr ausgeprägte Wetterlage hatten, dann dreht die gerne mal ins Gegenteil danach. Und wir hatten davor Trockenheit, Sonnenschein, Hochdruck, Ostwind und mit einer großen Wahrscheinlichkeit wird es anders weitergehen, also wechselhafter. Aber jetzt steigen wir erst einmal ein. Das wird uns jetzt in den nächsten Tagen immer wieder bevorstehen. Wir gehen kurz auf die Niederschlagssummen ein. Das deutsche Modell Icon macht bis einschließlich Freitag den Regenschwerpunkt über der Mitte Deutschlands und im Süden, im Norden weniger. Das europäische ECMWF-Modell verschiebt das Ganze weiter nach Norden und das amerikanische GFS-Modell noch weiter nach Norden. Und alle drei Modelle sind sich einig, es wird nass werden und zwar flächendeckend und ziemlich verbreitet. Da kommt es nicht nur zu Gewittern, die durchziehen, sondern durch dieses Tief, das wir am Freitag haben, wird es schleifende Fronten geben mit anhaltendem Starkregen. Und nein, es wird nicht alles oberflächlich abfließen. Das geht schon in den Boden rein. Es dauert nur ein paar Tage. Und da, wo wir jetzt den Regen bisher schon hatten und auch in den nächsten Tagen durch Schauer und Gewitter kommen werden, wird der Boden aufgeweicht, dass der große Regen dann einsickern kann. Heute haben wir bis 20 Uhr wohl eine Gewitterzelle, die aus der Schweiz herausziehen möchte. Dann kommt noch von Frankreich was, im äußersten Westen, von Belgien und auch über den Niederlanden turnt was rum. Und dann geht's los. Zwei so Cluster, da haben wir heute Morgen schon drüber gesprochen, werden sich voraussichtlich bilden. Das sind jetzt nur grob die Richtungen, wo was passieren wird. Die Details denkt sich das Wetter auf die Sekunde selber aus. Da entstehen wie aus dem Nichts dann die Gewittertürme. Aber eine große Zelle wird über den Südwesten hinwegziehen, nach Franken rein und eine weitere rund um NRW und das westliche Niedersachsen bis nach Hessen rein. Und die wird hier vor allen Dingen im Süden sehr giftig sein. Schauen wir mal kurz auf die Windspitzen am Abend. Das Ganze, wo sind wir hier um 20 Uhr? Da haben wir im Süden Baden-Württembergs und im äußersten Westen Windböen. Aber das Gerät, das dann nach Bayern reinzieht, das wird Unfug anrichten, so wie es momentan aussieht. Im westlichen Franken, im Norden Schwabens und im Norden Oberbayerns drohen schwere Sturm, vielleicht auch Orkanböen. Das sind ja nur die Gitterpunkte des Modells. Hier werden Spitzenböen von über 80 km pro Stunde berechnet. Die einzelnen Böen, die punktuell auftreten können, sind viel höher. Da sind durchaus auch Böen drin in Orkanstärke von 120, 130 km pro Stunde. In diesen Gebieten können Bäume umstürzen. Ich würde heute Abend da nicht lang rumfahren und es wird sehr unruhig, zum Beispiel auch auf der A9. Und achtet bitte darauf, dass ihr im Garten und auf dem Balkon alles fest habt, dass nichts umstürzen kann und bloß kein Durchzug, auch wenn es heute tagsüber dann heiß war, in den Wohnungen und Häusern. Wenn es durchgezogen ist, ist es morgen eine Nummer ruhiger. Es sind zwar ein paar Schauer und Gewitter unterwegs, wahrscheinlich direkt am Alpenrand in Vorarlberg und in Tirol, sowie auch auf der Alpensüdseite. Und dann kommt der Donnerstag. Der hat sich jetzt nach den neuesten Modellberechnungen ein bisschen verschoben, ein bisschen verzögert und dadurch intensiviert, weil die Heißluft, die da kommt, kann sich so richtig entfalten. Es soll losgehen über Nordostfrankreich mit intensivem Regen, aber dann am Nachmittag haben wir von Belgien über die Niederlande bis nach Niedersachsen rein die stärksten Regenfälle. Im Südwesten startet ebenfalls eine Gewitterzelle und im weiteren Verlauf des Abends schmilzt das Ganze zusammen zu einem riesigen Cluster. Und das, was ich hier lila eingetüncht habe, das sind gigantische Regenmengen. 30, 40, 50, 80 Liter auf den Quadratmeter in vielen Gegenden. Natürlich wird es da Unterführungen zuspülen. Die werden unter Wasser stehen. Da wird es auch Keller überfluten. Das sind diese typischen Erscheinungen eines Sommers, eines Hochsommers, wenn starke Gewitter durchziehen.
Das ist das Extreme, aber drumherum wird es auch viel Regen geben und es besteht die Gefahr dann auch von diesen klassischen Downbursts. Das sind diese kalten Fallsäcke, die aus den Wolken rausfallen. Und im weiteren Verlauf gibt es noch weiteren Start. Dann bis in die Frühstunden des Freitags. Schauen wir uns das Ganze nochmal an. Wir gehen in 5,5 Kilometer Höhe. Die Situation am Donnerstag um 17 Uhr. Da haben wir die Farbtemperaturen im Süden sehr warm. Hier diese Linien stehen für 5,5 Kilometer Höhe. Das ist die Strömung, wo das Ganze herkommt. Also haben wir eine südliche bis südwestliche Strömung. Hier unten, das Weiße, ist die Bodenströmung. Und da drüben sind die Schwarzen, die gehen dann schon auf Nordwest. Da kommt dann eine Windscherung. Da ist das Tiefdrucksystem und hier kommt die Heißluft herangezogen. Wenn wir uns die Temperaturen in 1500 Meter Höhe dazu anschauen, machen wir das mal weg, dann haben wir 25 Grad am Alpenrand im Süden Deutschlands. Da können wir fast 15 Grad draufrechnen, normalerweise. Aber das ist eine so warme, so eine heiße, so eine fluffige Luftmasse, die kann sich nicht sofort am Boden durchsetzen. Aber 35 bis 38 Grad sind hier locker drin mit Südwind, wo man sich denkt, man geht raus und das ist wie Sahara, Föhn, Wüstenwind. Im Norden und Nordwesten, da liegen die Temperaturkurven eng aneinander. Da entsteht hauptsächlich die Unwetterfront in diesem Tiefbereich. Und jetzt gehen wir mal nur 24 Stunden weiter. Achtet nochmal auf die Temperaturen hier. 24 Stunden später sind es über 15 Grad weniger. Das Tief ist im Nordosten und wir haben dann eine Nordwestströmung, mit der Kaltluft herangeführt wird. Es sieht völlig anders, wenn man da rauskommt und denkt, was ist denn da los? Temperaturen von im Regen dann unter 20 Grad zusammen mit dem Wind, fühlt sich das richtig kalt an. Und in 5,5 Kilometer Höhe geht die Farbtemperatur runter. Die Linien kommen aus Nordwesten, gehen gegen die Berge. Da ist richtig Musik drin. Machen wir das mal weg. Und dann sehen wir hier noch die weißen Linien, die Isobarendrängung, die liniengleichen Luftdrucks. Um 17 Uhr das Ganze. Und da haben wir ein Starkwindfeld über Sachsen-Anhalt, Sachsen und auch Teile von Berlin-Brandenburg bis nach Thüringen rein und in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist richtig stürmisch. Da raunen und rauschen die Wälder mit dem abziehenden Regen. Eine irre Wetterlage, die uns da bevorsteht. Es wird dann wieder ruhiger. Am Wochenende baut sich folgende Wetterlage auf. Hier seht ihr eine minus 10 Grad Fläche in 5,5 Kilometer Höhe. Von Südwesten wölbt sich das nächste Hoch auf. Das müssen wir uns so vorstellen. Alles, was an Gewölk und Feuchtigkeit da ist, wird von oben förmlich zermalmt. Der Himmel wird tiefblau. Die tieferen Gebiete, wir hatten das heute Morgen Mulde, glaube ich, genannt, oder Beule da auf jeden Fall. Da haben wir Tiefdruck, hier den Hochdruck. Und wenn wir mal ein bisschen genauer hinschauen, an was erinnert das? Richtig, an eine Omega-Wetterlage, die ja klassischerweise sehr stabil sein soll. Temperaturen dazu in 1500 Meter Höhe, bei uns zwar noch relativ kühl, aber von Südwesten kommt schon wieder Wärme bzw. Hitze an. Es wird ein sehr angenehmes Wochenende werden. Die Wolken lösen sich auf, wir haben normale Sommerwärme, keine Schwüle mehr. Super schön, die Natur atmet auf, wird es in Grün umsetzen durch den vielen Regen der Vortage. Aber dieses Hoch wird untergraben und nur zwei Tage später, hier liegt das Hochdrucksystem, kommen vom Atlantik Tiefs hereingezogen. Da haben wir ein Höhentief, das über der Nordsee liegt, Höhenkaltluft. Das heißt, da ziehen neue Schauer und Gewitter und teils auch Regengebiete herein. Es wird damit neuen Regen geben und die Temperaturen gehen auf unter 5 Grad in 1500 Meter Höhe im Nordwesten zurück nach derzeitigem Stand der Dinge. Da werden bei den Schauern nicht mal 15 Grad erreicht. Das wird richtig schattig werden. Das ist der Siebenschläfertag. Und wie eingangs erwähnt, geht es nicht um den Tag. Aber jetzt schaut mal, die Wiederholungsneigung ist jetzt nur der Hauptlauf, vielleicht ist es auch Zufall, eine Woche später wieder das Hoch im Norden und wieder vom Atlantik das Herankommen nach einem kurzen Aufbäumen von Wärme und Hitze von Nordwesten wieder kühlere Luft. Und das wird wahrscheinlich einer der Grundstrukturen unseres Hochsommers werden. Aufbäumen von Wärme bzw. Hitze, Schauer und Gewitter mit einer Abkühlung, dann gibt es ein paar Tage Nordmeerluft. Es ist windig und relativ kühl und dann baut sich wieder die Hitze auf. Und wenn wir uns die gemittelte Wetterlage anschauen für den 6. Juli, also in etwas über zwei Wochen, haben wir hier das Azorenhoch mit dem Keil des Azorenhoch zu uns im Norden, die kühle Luft im Süden, die heiße Luft. Entsprechend versucht die auch immer wieder zu uns voranzukommen. Auf der anderen Seite vom Atlantik, vom Nordmeer, die kühle Luft. Und wenn wir das Mittel nehmen,
Dann ist der gesamte Mittelmeerraum in der Heißluft drin, der gesamte Nordmeerraum in der kühlen Luft und wir befinden uns, oh Wunder, genau dazwischen. Und das ist eigentlich eine absolut klassische Sommer- bzw. Hochsommerlage in Mitteleuropa, so wie sie früher einmal war, mit dem Hin- und Hergeschaukel. Ich nehme jetzt bitte extra nicht die Regensummen der nächsten zwei Wochen, weil die sind sowohl vom Sechserlauf als auch vom Nullerlauf sehr nass, zum Teil mit dreistelligen Niederschlagssummen in der Nordhälfte Deutschlands. Wir können als Fazit zusammenfassen, die Trockenheit ist vorbei. Jetzt gibt es ein paar Tage Unwetter, dann Ruhe, dann kommt wieder neuer Regen, die Natur atmet auf und es wird vom Wetter her in den nächsten zwei Wochen für jeden was dabei sein. Bis morgen.